Das ist Karl. Er ist 4 Jahre alt und ziemlich neugierig. Er muss heute zum Arzt und geimpft werden. Eigentlich findet er Spritzen interessant, doch seit der letzten Impfung hat er Angst vor Spritzen, weil es so weh tat. Doch warum hat er plötzlich Angst? Den psychologischen Vorgang, der zur Umwandlung von Neugierde zu Angst führte, nennt man klassische Konditionierung. Dieser Vorgang hat 4 Ebenen. Die erste nennt sich vor dem Konditionierungsprozess. Zu diesem Zeitpunkt war Karl noch neugierig und hatte keine Angst vor Spritzen. Dabei war die Spritze der neutrale Reiz, der zur Neugierde, der neutralen Reaktion führte. Die zweite Ebene ist die Konditionierungsvoraussetzung, welche in diesem Fall die aus Schmerzen resultierende Angst ist. Der Schmerz entspricht dem unkonditionierten Reiz und die Angst der unkonditionierten Reaktion. In der dritten Ebene findet dann der Konditionierungsprozess statt. Die Spritze wird also mit dem Schmerz kombiniert und es resultiert Angst. Hier tritt also der neutrale Reiz mit dem unkonditionierten Reiz gemeinsam auf, sodass die unkonditionierte Reaktion auftritt. Am Ende steht die 4. Ebene, also das Ergebnis des Konditionierungsvorgangs. Die Spritze ruft nun Angst davor, der konditionierte Reiz führt also zur konditionierten Reaktion. Hier ist nochmal der gesamte Prozess im Überblick. Wichtig ist, dass du dich nicht von den Abkürzungen der Fachbegriffe verwirren lässt und dir merkst, dass diese aus dem Englischen kommen. Du kannst nun auf Pause drücken, um sie dir genauer anzusehen.